Ladies and Gentlemen, es darf weitergehen. Rechts leider abgebrochen, der M3 275. Der Porsche hat festgestellt, dass der Danny jetzt mal andere Räder drauf hat. Jetzt ist Schluss mit Schornstein. Jetzt ist Karl angesagt. Der erste Raum war noch nichts von Danny. Ja, definitiv Luft nach oben. Ja, Danny ist schon 341 km auf der Halbzeit. Mit seiner Toyota Supra auch wieder am Start. Auch wieder hier, wie vorhin schon, leider ausgerollt. Der Fahrzeug vom Turbo Sektor Ost, das ist der Golf 3 R30 Turbo mit 1050 PS. Wunderschönes Fahrzeug. Glaubt man auch nicht, dass da so viel Leistung drin ist. Ja, da schaut der Leon Cupra mit 405 PS. Weniger als der Hälfte der Leistung, ein bisschen schwächer auf der Brust, aber nur ein bisschen. So, stopp, 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 anhalten. Ja, da ging leider was kaputt. Das ist der Audi R8 V10 aus der Klasse Exotics und fährt hier in der Klasse 4, somit Sportwagen mit Serienleistung oder leicht modifiziert. Und ja, unser erster Lauf nach unserer technischen Unterbrechung wegen dem guten Schlumpföl auf der Strecke. Der Turbosektor auskommt, sonst sei es jetzt auch. Ja, er hat hier das Ziel 235,14 und es geht weiter mit unserem. Mit DSG-Getriebe. Sch-
schnelles Auto. Aussetzer hinten. Ja, ging mit 282,57 durchs Ziel. Hat sich leider nicht mehr ganz so gesund angehört. Deswegen. Ja, weiter geht's mit dem Audi TTRS 850 PS. Ja, 279,5 km/h geht der TTRS. 510 PS. Ja, machen wir etwas zurück, genau. Es kann losgehen. Ja, mit 230,62 km/h ist der M3 vorher gezielt. Lamborghini Urus 1010 PS im SUV. So, 273,76 km/h im Porsche 902 Turbo. Und aus Tschechien angereist mit Performance Parts für das Fest. Platz muss das sein, wo der sich einreiht.
Ja. 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 Siebter Platz. 318 km/h, da geht nichts zu. Der Müller, der ist da mit 320 nur nach früher. Der kommt hier wieder unter.73,76. Wenn er jetzt in der Klasse 3 fahren würde, wäre er vorne dabei, ne? Aber in der Klasse 2. Klasse 6 ist noch ein Versuch vom Team Aulitzki im blauen BMW M3. Der ist ein 1000 Rundkursauto. Ja. Der kriegt Pokal für die meisten Kilometer heute. Wow, 282,79, das ist schnell.